Zeit für gute Beratung. Klingt vielversprechend, doch viele Kunden der Sparkasse Norden-Aurich können damit gerade nicht so viel anfangen. 1 Euro Gebühr fürs Abheben am bankeigenen Automaten, 2,50 Euro sogar am Schalter. Viele Kunden sind wütend, auch wenn die Gebühr nicht für alle Konten gleichermaßen gilt. Ich finde es ehrlich gesagt unter aller Sau. Man muss auch sagen, man legt Geld hier an, man lässt sein Geld hier, man ist im Vertrauen der Sparkasse und dann soll man auch noch Geld zahlen. Es sind ja schon Kosten, die entstehen im Monat für Gebühren. Ganz grundsätzlich sehe ich es aber so, dass es in keinem Verhältnis steht für die Abhebung des eigenen Geldes, was man beim Kreditinstitut hat, dafür noch eine Gebühr zu entrichten. Doch die Sparkasse schweigt, eine Stellungnahme lehnt sie ab. Ein Einzelfall ist Norden-Aurich nicht. 40 von knapp 400 Sparkassen in Deutschland sollen nach Angaben des Finanzportals Bialo die kostenlose Bargeldversorgung ganz oder teilweise eingestellt haben. In Schaumburg und Leer-Wittmund sind noch 5 bis 6 Abbuchungen frei. Dann folgen wie in Verden oder Bad Sachsa Gebühren für jede einzelne Abhebung. Betroffen sind in der Regel sogenannte Giro-Classic-Konten. Doch genau darin sehen Verbraucherschützer das Problem. Das Problem daran ist, dass diese etwas günstigeren Konten ja von Leuten meistens genommen werden, die wenig Geld haben. Und meiner Erfahrung nach werden gerade von den Sparkassen, aber auch von den Volks- und Raiffeisenbanken häufig die Leute zur Ader gelassen, die am wenigsten haben. An Transparenz fehlt es dabei oft. Der Sparkassenverband Niedersachsen äußert sich nur schriftlich. Je nach gewähltem Kontomodell können bei einzelnen Sparkassen aber, wie bei anderen Instituten auch, Postengebühren für einzelne Buchungsvorgänge auf dem Konto entstehen. Fakt ist, die Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank drückt auf die Gewinne. Verbraucherschützer raten den Kunden jetzt im Zweifel, ihre Bank zu wechseln.